Hallo, willkommen zu einem neuen Pflanzenvideo. Heute möchte ich euch den Christusdorn vorstellen. Dieser wird auch Euphorbia milii genannt und wie der Name schon sagt, gehört er zu der Gattung der Wolfsmilchgewächse oder auch Euphorbia caer und er stammt aus Madagaskar. Die Pflanze wird ca. 60 cm groß und wie ihr das hier schon so ein bisschen sehen könnt, werden die Triebe oder die Triebe verholzen nach einiger Zeit. Sie wachsen aufrecht mit Dornen oder Stacheln und hier seht ihr die runden Blätter. Wir haben ja schon gesagt, die Pflanze gehört zu den Wolfsmilchgewächsen. Das heißt, falls ihr ein Blatt oder eine Dorn oder einen Stachel abbricht, dann kommt der weiße Milchsaft heraus und dieser kann unter Umständen ätzend für eure Haut sein. Also achtet darauf, dass ihr, wenn ihr zum Beispiel die Pflanze umtopft, dass ihr Handschuhe tragt, dass da einfach gar nichts passiert. Die Pflanze neigt dazu, nicht so viele Triebe zu bilden. Es gibt natürlich noch Unterarten, die werden dann richtig buschig, aber die meisten Pflanzen ja, haben sehr wenige Seitentriebe. Als Vergleich könnt ihr zum Beispiel die Euphorbia trigona sehen, die hat ja überall, je nachdem, 50 Seitentriebe. Das wird bei dieser hier nicht der Fall sein. Bei uns in Georgien gibt es verschiedene Arten, das heißt auch verschiedene Blüten. Es gibt sie hier in rosa, in einem schönen rötlichen Ton, in weiß und einem Vanillegelbton. Andere Pflanzen habe ich hier leider noch nicht gesehen und auch noch nicht davon gehört, dass es noch andere Blütenarten gibt. Die Pflanze ist eher anspruchslos, ein ganz normaler, heller, sonniger Standort ist in Ordnung. Die Temperatur sollte so zwischen 10 und 24 Grad liegen. Achtet darauf, dass es nicht unter 10 Grad kommt. Also meistens ist es ja in Wohnräumen nie 10 Grad. Als Erde könnt ihr zum Beispiel Kakteenerde mit Sand oder einfach einer guten Drainage verwenden. Gießt diese Pflanze nicht zu viel. Auch hier ist sie ja kein guter Trinker, sondern macht es einfach regelmäßig, aber nicht zu viel. Wenn ihr eure Pflanze zu dunkel stellt oder zu kalt, dann kann es passieren, dass die Blätter abfallen. Allerdings verliert diese Pflanze grundsätzlich im Winter ihre Blätter. Das heißt, schaut einfach, habe ich irgendwas falsch gemacht beim Standort oder ist es einfach die Winterruhe, wenn ihr das so nennen möchtet. Ihr könnt die Pflanze vom Frühling bis Herbst alle 2 Wochen mit Kakteendünger düngen. Vielleicht nehmt ihr einen eher schwach dosierten und im Winter würde ich das komplett einstellen mit der Düngung. Die Pflanze könnt ihr über Stecklinge oder Samen vermehren. Ich habe zum Beispiel mal ein Video gemacht, wie ihr die Euphorbia trigona vermehren könnt. Bei dieser ist es ganz genauso. Wenn ihr einen Seitentrieb habt, dann könnt ihr den abschneiden. Wartet am besten, bis der so 7 bis 10 cm groß ist und dann könnt ihr den vorsichtig abtrennen. Da läuft dann dieser weiße Milchsaft raus. Da könnt ihr so lange zum Beispiel mit einem Tuch abtupfen, bis der komplett nicht mehr rausläuft. Und dann die Wunde mit zum Beispiel Zimtpulver und einem kleinen Wattestäbchen und einfach so in das Zimtpulver tupfen und eintauchen. Ihr könnt das aber auch einfach nicht machen, was ich euch aber nicht empfehlen würde, und dann in der Luft 1-2 Tage trocknen lassen. Allerdings ist das Zimtpulver antibakteriell, deswegen bevorzuge ich das. Danach, wenn alles sozusagen abgetrocknet ist oder die Wunde verschlossen ist, könnt ihr sie in Erde stecken und es dauert so circa 4 Wochen und dann bilden sich die ersten Wurzeln und schon habt ihr eure Pflanze vermehrt. Habt ihr denn auch einen Christusdorn? Habt ihr von dieser Pflanze schon mal gehört? Die ist ja nun eigentlich sehr beliebt, aber das hängt natürlich von Region zu Region
ab, ob das tatsächlich der Fall ist. Für manche ist es vielleicht eher eine seltenere Pflanze, für andere ja, eine ganz normale Standardpflanze. Lasst mich das doch gerne in den Kommentaren wissen. Ich hoffe, ihr fandet das Video informativ. Lasst mir doch gerne einen Kommentar, Daumen hoch oder Abo da. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Tschüss!